Geschlechtergerechte Haushaltsführung ist ein wichtiges Thema für uns Grüne. Das kommt aus dem britischen Sprachraum und wird dort Gender Budgeting genannt. Das heißt, dass man die Haushaltsmittel danach einsetzt, wie von den Wirkungen Jungen und Mädchen, Männer und Frauen betroffen sind. Wenn wir uns beispielsweise Sportförderung angucken, geht ein wesentlicher Prozentsatz in Fußballförderung. Und wenn wir uns das genauer angucken, sind über 90% der Mittel für männlichen Fußball, wo also Jungs oder Männer Fußball spielen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir freuen uns, dass auch die Frauenfußball-Weltmeister geworden sind und wir wollen, dass die auch ihren vierten Stern kriegen, müssen wir die Frauen mehr unterstützen. Und deswegen brauchen wir mehr Mittel, um auch den Fußball von Mädchen oder jungen Frauen zu unterstützen. Das ist Gender Budgeting.